Hallo liebe YouTube-Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen. Ich, Jürgen Braun, melde mich jetzt wieder zurück. Ja, mache jetzt den dritten Teil der Videoreihe Arbeit ist Scheiße und möchte mich nochmal entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, bis ich wieder ein Video zu dem Thema machen kann. Der Grund war der, da ja erstmal paar Mittelalter-Videos gemacht habe und dann danach war es dann so, dass ich nämlich so die Möglichkeit gehabt habe, Filme zu machen. Also ich hatte ein Handy, mit dem konnte man Filme machen, aber das Handy ging kaputt und ich hatte jetzt keine Möglichkeit mehr zu filmen. Also kurzum, jetzt habe ich wieder eine Möglichkeit Filme zu machen und starte dann gleich mal durch. Und zwar soll jetzt dieses Video heißen, also Krankheiten dokumentieren und Stand der Dinge. Ja, also was ist jetzt bei mir Stand der Dinge? Weil viele haben mich gefragt, was jetzt los ist mit mir, dem Jobcenter. Und also ihr seht, ich bin nicht obdachlos. Ja, also mir geht es nur gut, ich sitze weiterhin in meinem Sessel, ich bin weiterhin in meinem Zimmer. Alles ist okay. Und aber bevor ich da nochmal zurückkomme, möchte ich erstmal noch einen Tipp geben, speziell für alle Leute, die irgendwelche Krankheiten haben. Sei es psychische Krankheiten, sei es Rückenprobleme, sei es Allergien, ja, Magenprobleme, ja. Dokumentiert alles, was ihr an gesundheitlichen Problemen habt. Dokumentiert es. Ja. Hebt alle Arztberichte auf, ja. Weil mit diesem Material könnt ihr zum Beispiel Rente beantragen. Ja. Oder ihr könnt auch einen Schwerbehindertenausweis machen. Also ich empfehle, also ich gehe jetzt den Weg, ich mache jetzt erst einmal hier, das sieht dann so aus, der Wisch. Ja. Ich beantrage jetzt erstmal einen Schwerbehindertenausweis und mit diesem Schwerbehindertenausweis bestehen dann Möglichkeiten, dass man dann Rente beantragt oder dass man vom Hartz IV ins StGB 12 geht, ja, also in die Sozialhilfe. Was ist StGB 12? StGB 12 heißt einfach nur, man ist gerade zu krank zum Arbeiten, man kann nicht mehr arbeiten oder man ist zu alt zum Arbeiten. Das ist StGB 12, ja. Und das ist auf jeden Fall strebenswert, das zum Versuchen. Und jetzt komme ich drauf zurück, was jetzt bei mir Stand der Dinge ist. Also folgendes. Um das klar zu legen, ja, dass es nicht viele falsch versteht. Es geht nicht darum, Krankheiten zu erfinden oder Krankheiten vorzubringen, die gar nicht vorhanden sind. Ja. Das mache ich nicht. Bei mir ist es wirklich so, dass ich Krankheiten habe, die sind definitiv da, die sind dokumentiert, die kann ich beweisen. Ja. Wenn jemand Krankheiten vortäuschen will, das bleibt jedem sich selber überlassen. Da will ich jetzt auch nicht in dem Video groß dazu aufrufen. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Und jetzt nochmal, also das ist jetzt das, was ich, worauf ich jetzt komme, was jetzt bei mir Stand der Dinge ist. Das habe ich vielleicht vergessen in dem letzten Video zum Erwähnen. Ja. Ich habe auch gesundheitliche Probleme. Und diese habe ich vorgebracht. Habe es also dokumentiert und habe es auch dem der Jobcenter-Vermittlerin auch gesagt, dass ich auch krank bin, auch, ja. Und das, aufgrund dessen habe ich dann jetzt eine neue Eingliederungsvereinbarung gekriegt. Und mit dieser Eingliederungsvereinbarung, ja, kann ich sagen, kann ich gut leben. Da steht einfach nur drin, dass ich einfach, wenn irgendwelche Veränderungen sind oder so mit meiner Krankheit und so, dass ich das einfach dem Jobcenter Bescheid geben muss, aber mehr nicht. Ja. Also ich werde nicht mehr gezwungen, dass ich irgendwelche Jobs annehmen soll. Ja. Ich werde auch nicht mehr gezwungen, dass ich irgendwelche Praktikumstellen annehme oder an sinnlosen Weiterbildungsmaßnahmen mitmachen muss. Dazu werde ich nicht mehr gezwungen. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Ja. Und das ist was, wo ich sage, bringt einfach alles an, was ihr habt. Wenn ihr Krankheiten habt, bringt die Krankheiten an. Ja? Oder irgendwas anderes. Ja? Oder auf jeden Fall, also
Ich habe es ja so gemacht, ich habe die Eingliederungsvereinbarung erstmal nicht unterschrieben, ja, habe meine Krankheit nach vorne gebracht und durch das, dass ich beides mache, ja, habe jetzt einfach mehr Ruhe von dem Amt. Ich sage immer, doppelt gemoppelt hält besser. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, war von vielen, ja, aber wie ist es dann, wenn ich jetzt keine Krankheit habe? Ja, was mache ich dann? Bin ich gefragt worden. Okay, auf jeden Fall trotzdem die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben. Trotzdem nicht. Ja. Trotzdem eine andere Eingliederungsvereinbarung aushandeln. Und dass das was bringt, ja, das sieht man zum Beispiel, hat jemand, der Herr Optimiso, das könnt ihr auch einmal bei YouTube einfach eingoogeln, Optimiso heißt der, nette Mann, ja, bei dem war es anscheinend so, dass er also keine Krankheiten hat und die Eingliederungsvereinbarung